Fatale Irrtümer im Arbeitsrecht. Irrtum Nummer 25. Eine Befristung darf maximal 2 Jahre betragen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Matthias Fersle. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und Referent bei der WAF. Wie lange darf ein Arbeitsvertrag denn maximal befristet sein? Oft hört man da, und zwar wie aus der Pistole geschossen, 2 Jahre! Was sagt aber der Jurist in so einem Fall? Es kommt darauf an. Gibt es für die Befristung keinen Sachgrund, dann sind das tatsächlich nur 2 Jahre. Jetzt kommt aber schon das erste Aber. Denn wo ein entsprechender Tarifvertrag vorliegt oder es sich um ein junges, also neu gegründetes Unternehmen handelt oder aber bei älteren Arbeitnehmern, da ist ohne Sachgrund auch eine längere Befristung als 2 Jahre möglich. Und das zweite Aber kommt spätestens dann, wenn der Arbeitgeber einen Sachgrund für die Befristung hat. Dann kann er so lange befristen, wie eben der Sachgrund voraussichtlich vorliegen wird. Und das können auch schon mal mehr als die 2 Jahre sein. Denken Sie beispielsweise nur daran, wenn es um Elternzeitvertretung geht. Unterliegen Sie daher keinem Irrtum, wenn es um die Befristung von Arbeitsverträgen geht, und nehmen Sie als Faustformel die Lieblingsformel aller Juristen mit. Es kommt darauf an, in diesem Fall nämlich, ob der Chef mit einem Befristungsgrund dienen kann. Mein Name ist Dr. Matthias Fersle, und wenn Sie wollen, dann liken Sie doch dieses Video. Danke sehr.